Genau, mein Name ist Patrick Heinemann, ich bin Rechtsanwalt aus Freiburg im Breisgau. Ich habe von der Initiative von Elno Lenze und Wieland Dübel im Internet gelesen und das Land Berlin, das Bezirk der Mitte, diese Aktion verhindern wollte. Daraufhin habe ich mich mit den beiden vernetzt, weil ich das eine super Idee finde, diese Aktion als Zeichen des Protests gegen den russischen Angriffskrieg und als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine und habe denen angeboten, dass ich das gewissermaßen ehrenamtlich versuchen kann, für die durchzusetzen, dass der Panzer hier aufgestellt werden darf. Und dann haben die gesagt, ja, das machen wir zusammen und dann haben wir das durchgebrochen vor dem Verwaltungsgericht hier in Berlin und wir haben gewonnen und heute steht der Panzer hier. Ja, das ist ein russischer Kampfpanzer vom Typ T-72. Das ist der am meisten verwendete Kampfpanzer der Russischen Föderation. Der ist am 31. März 2022 in der Schlacht um Kiew auf eine Panzermine aufgefahren. Die Panzermine hat den Panzer von unten aufgebrochen. Die Besatzung, zumindest Teile davon, denn mutmaßlich das auch nicht überlebt haben. Deswegen ist der Panzer auch ein Sinnbild der Gewalt, die dieser Krieg mit sich bringt, den Russland angefangen hat. Und ja, das ist, der Panzer ist ausgesucht worden von dem ukrainischen Verteidigungsministerium und dem ukrainischen Nationalmuseum für Militärgeschichte. Und den Kontakt dazu haben Elno Lenze und Wieland Dübel gepflegt. Und der ist vor ein paar Tagen dann auf einen Tieflader aufgeladen worden in der Ukraine. Einmal durch die gesamte Ukraine gefahren, einmal durch Polen gefahren. Und gestern oder heute früh um 1 Uhr war er dann hier. Ja, also die Überfahrt war jetzt technisch gesehen nicht so problematisch. Allerdings gibt es natürlich ein paar interessante rechtliche Hürden zu bewältigen. Wenn man mit einem abgeschossenen Kampfpanzer durch Europa fährt, dann wollen ganz viele Stellen wissen, dass es natürlich kein echter Kampfpanzer mehr ist, in dem Sinne, dass er noch funktionstüchtig ist, sondern dass der nur Schrottwert hat. Und das müsste auch sichergestellt werden. Also der Panzer ist komplett demilitarisiert, der steht für keinen eine Gefahr mehr da und da ist auch kein Sprengstoff mehr da. Warum ich das für eine gute Idee halte? Weil ich finde, dass diese Aktion auch zeigt, dass jeder auf seine Art, Elno Lenze und Wieland Dübel als Initiatoren, ich als Rechtsanwalt, das Anliegen der Ukraine unterstützen kann. Denn das Anliegen der Ukraine geht uns alle an und nicht nur die Ukraine. Die Ukraine ist überfallen worden, weil sie eben für die Art und Weise steht, wie wir hier leben wollen, für eine freiheitliche Gesellschaft. Das fasst Putin nicht in den Kram, deswegen hat die Ukraine überfallen. Und ich die größte Sorge habe, dass wenn die Ukraine nicht gewinnt, dass andere Staaten, die in der Europäischen Union sind oder in der NATO, die nächsten sein werden. Und dann haben wir ja noch ein größeres Problem. Deswegen unterstütze ich diese Aktion nachdrücklich. Der kaputte russische Panzer, in dem mutmaßlich auch Soldaten gestorben sind, vermutlich auch Bojaten, das sind also eine asiatische Minderheit, die überproportional häufig zur Tode gekommen ist, ist damit ein Zeichen eben auch der russischen Kolonialismusgeschichte. Und er konfrontiert die Demonstranten, die hier nach vorbeiziehen werden, und die Fußgänger eben mit der nackten, rohen Gewalt, die dieser Völkerrechtskrieg Russlands ausgelöst hat. Und auch mit den Konsequenzen, die das hat, nämlich, dass dabei Menschen sterben.